Guten Morgen. Es ist jetzt 7:45 und ich bin schon am Abbauen. Hab gefrühstückt. Heute gab es Overnight Oats. Ich habe das Porridge, das eigentlich zum Aufgießen mit heißem Wasser ist, einfach über Nacht in meiner Tupper-Schüssel eingeweicht. Und es ging ganz gut, weil hier ist weit und breit keine Möglichkeit zum Frühstück kaufen. Und ich dachte, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ansonsten bin ich positiv überrascht, weil das Zelt nicht so nass ist, wie ich dachte. Also es ist ein bisschen feucht, aber es ist bei weitem nicht so nass wie gestern. Das heißt, ich werde es jetzt einfach auch einpacken, wie es ist und muss nicht mehr so lang trödeln und gucken, dass das Zelt so einigermaßen trocken wird. Ja, ich hoffe, dass ich heute so um die 80 Kilometer auf die Kette kriege. Mal schauen, wie es geht. Nach dem gestrigen Tag mache ich überhaupt keine Prognosen mehr, ob ich es schaffen werde oder nicht. Aber es wäre schön. Und deswegen bocken wir es. Jo, ich bin schon wieder ein bisschen mehr als 5 Kilometer unterwegs. Wie ihr seht, auf unbefestigten Wegen. Aber, Entschuldigung, aber man kann es gut fahren. Klar, man muss ein bisschen aufpassen, aber man kommt doch so mit zwischen 15 und 17 Stundenkilometern voran. Und da kann man ganz gut Strecke machen. Das Wetter heute ist bedeckt. Der Wetterfrosch sagt 40% Regenwahrscheinlichkeit. Ich habe jetzt meine Regensachen mal in der Tasche gelassen. Ob das eine gute Idee war, weiß ich nicht. Manchmal ist ja so, dass wenn man den Regenschirm mitnimmt, dass es dann nicht regnet. Das heißt, wenn ich meine Regensachen außen ans Fahrrad hinmache, dann regnet es nicht. Nein, bin ja nicht abergläubisch. Es ist ziemlich schwül, merke ich. Aber ansonsten lässt sich's gut fahren. Genau das mache ich jetzt. Ich fahre jetzt eine Runde weiter. So, ich bin jetzt in Aggers am Fährhafen angekommen. Da kommt schon die Fähre reingefahren. Boah, ich bin gerade die letzte Stunde sowas von durchgeballert, weil ich wusste, dass ich es schaffen kann, die 11.20 Uhr Fähre zu kriegen. Und es ist jetzt 11.17 Uhr. Weil die fährt immer nur jede Stunde und hier ist es nicht so schön, dass man da irgendwie länger warten möchte. Deswegen habe ich gerade so meine persönliche Zeitfahrwertung gewonnen. Ja, ich werde jetzt erstmal ganz gemütlich mich auf der Fähre erholen und dann drüben in Tyborgen oder sowas Mittagspause machen oder zumindest mal mich ein bisschen erholen. Jetzt geht die Brücke da runter. Weiß nicht, ob man es sehen kann. Und dann wird es wohl auch Zeit, auf die Fähre zu fahren. So, nachdem ich jetzt 50 Kilometer in 3 Stunden runtergezogen habe, gönne ich mir ein Eis. Das muss jetzt einfach sein. Ich bin jetzt von der Fähre runter, habe auch noch relativ viel eingekauft. Auf jeden Fall für heute Abend und morgen auch was.
Und jetzt haben wir ja gerade noch das Snäcklehuset angeguckt. Und jetzt wird es Zeit, dass ich was esse. Zum einen, weil meine Taschen einfach nicht ganz zu sind, so viel ist es. Und zum anderen, weil ich Hunger habe. Und ich habe hier so einen kleinen Picknickplatz gefunden. Und da mache ich es mir jetzt gemütlich. Und die ist ordentlich durchgeschüttelt. Mal schauen, wie ich die jetzt aufkriege. So, hat geklappt ohne Sauerei. So, der Weg führt mich genau da hoch und das ist alles tiefer Sand. Und ich werde jetzt genau das gleiche machen wie die beiden Kollegen, nämlich abladen. So ein Scheiß. Ja, ich habe die Sanddüne bezwungen. Die beiden anderen Radler, ein ganz nettes Pärchen aus der Schweiz, die haben mir noch geholfen. Mir das Fahrrad hochgetragen. Vielen Dank nochmal dafür, falls ihr es seht. Jetzt geht es hier weiter auf dem Sandweg. Es hat mich beinahe gerade schon wieder auf die Nase gelegt. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Es ist ganz feiner Sand. Jo, ich würde mal sagen, mein guter Schnitt von den ersten 3 Stunden Fahrzeit, der ist im Eimer. Naja, es hilft nichts. Ich muss durch. Deswegen geht es weiter. Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt es durch den Sand. An Fahren ist nicht zu denken. Immerhin hatte ich die richtige Bereifung für mich gewählt. Die Sandalen. Da kann der Sand vorne reinfallen und hinten raus. Aber das soll jetzt noch ein ganzes Stück so weitergehen. So, ich habe es geschafft. Ich bin am Campingplatz angekommen. Die letzten 20 Kilometer gingen noch mal ganz gut zu fahren. Ich bin sogar 5 Kilometer mehr gefahren als ursprünglich geplant. Das heißt, ich habe ein bisschen was an Strecke gut gemacht. Und jetzt habe ich eingecheckt, mich sehr nett mit dem Typen von der Rezeption unterhalten. Das ist mein Plätzchen für die Nacht. Könnte ich mir selber raussuchen. Und ich habe noch 2 ganz besondere Schätzchen. Hier in meinem Helm verstecken sich noch 2 Fläschchen Bier. Ich finde, die habe ich mir verdient heute. Nach diesem Scheiß mit dem Gepäck die Düne raufschleppen. Und jetzt wird das Zelt aufgebaut. Und dann ist Feierabend. Ja, ich habe... Hoch, so geht's. Ich habe vorher vergessen, eine Zusammenfassung des Tages euch zu geben. Es war wieder ein sehr ereignisreicher Tag. Ich habe die ersten 3 Stunden mega gut Strecke machen können. Und dann die Geschichte, wo dann der Radweg auf einmal auf der Düne aufhört. Das ist ja schon auch mega krass. Das habe ich so auch nicht erwartet. Ich habe dann hinterher noch
mit zwei anderen Radlern gesprochen, habe gesagt, fahr da bloß nicht auf diesem Weg. Und sie gesagt, na nee, bei uns in einer anderen Version von Bikeline, da ist das gar nicht eingetragen. Ja, ich bin dann unterm Strich trotzdem nochmal gut über 80 Kilometer gefahren, ich glaube 82. Und habe jetzt einen Campingplatz gefunden, der genau an der Straße ist, auf der ich morgen auch weiterfahren möchte, weil, ihr könnt es ahnen, ich werde keine Schotterwege mehr fahren. Und jetzt ist dunkel geworden und es regnet auch schon ein bisschen. Deswegen mache ich jetzt definitiv Schluss für heute. Einen schönen guten Morgen. Das Fahrrad ist schon wieder gepackt und das Wetter ist auch gut. Die Sonne scheint, jetzt kann es losgehen. Ich wollte euch noch zeigen, wo ich gestern gefahren bin. Und zwar war das hier bei Fjällby. Hier dieser Dünenradweg. Oder dieser Deichradweg. Und dann war hier diese Düne, die ich das Fahrrad hochschleppen musste. Da habe ich das auch wirklich reingeschrieben, so als Hinweis und Warnung, dass es überhaupt nicht geht. Und dann bin ich einfach weiter gen Süden gefahren, hier an der Straße entlang. Das ging ganz gut. Und dann hier. Das hat irgendwie auf der Karte schöner ausgesehen, als es war. Es war nämlich alles hinterm Deich. Immerhin konnte man gut Strecke machen. Also da konnte ich wirklich die Kilometer runterspulen. Und ich bin jetzt hier am Campingplatz in Fjand oder Nørrefjand heißt es, glaube ich. Und hier ist schon wieder eine gestrichelte Linie. Das heißt unbefestigter Weg. Ich werde hier einfach die Straße weiterfahren. Die dann hier wieder auf den Weg trifft. Der Hauptweg geht dann wieder auf Schotterwegen weiter und ich werde wieder die Alternativroute fahren, die gelbe Strecke über die Straße. Insgesamt stehen etwa 80 Kilometer auf dem Plan. Das ist zumindest der Plan und ich hoffe, dass er aufgeht. Und jetzt geht's los. Ja, schaut euch mal an, was das für ein wunderschöner, toller Radweg ist. Zwar entlang der Straße, aber ich soll da jetzt über Schotterwege fahren? Nee. Ich bleib hier schön auf der Radautobahn. Wir stehen jetzt vor der Kirche von Stadil. Sie ist wohl im typischen Stil für die Gegend hier, für Jütland, erbaut, mit diesen großen Quadersteinen und dem gekalkten Turm. Und innen drin soll ein besonders schöner goldener Altar sein. Und den schauen wir uns jetzt an.
Ich sitze gerade am Supermarktparkplatz mit so einer Leiter im Hintergrund. Hab die noch gar nicht festgestellt, gar nicht wahrgenommen. Ich bin jetzt gut 3 Stunden gefahren, habe ein bisschen mehr als 45 Kilometer auf dem Tacho. Es ist mega anstrengend. Es ist total heiß. Gegenwind hatte ich ja bisher noch nicht so oft, also da darf ich mich nicht beklagen. Und irgendwie ist es auch so ein bisschen ermüdend, weil ich habe mich ja heute entschieden, tatsächlich nur der Straße entlang zu fahren. Was an sich auch total gut geht, da gibt es Radwege und so weiter. Aber es geht halt nur geradeaus. Geradeaus, geradeaus, geradeaus und Gegenwind. Und ich habe so festgestellt, die Landschaft hat sich in den letzten 2 bis 3 Tagen gar nicht mehr groß verändert. Es ist so ein Stück weit eintönig geworden jetzt einfach. Und ich hangel mich gerade von Pause zu Pause und wünsche mir eigentlich so eine schöne Waldlichtung, wo ich mich einfach mal hinlegen und pennen könnte, weil ich total müde bin. Ja, bis dahin muss halt die Cola herhalten. Oh Mann, ich könnte gerade echt einschlafen. Ich mache jetzt Schluss. Ja, ich habe heute schon sehr früh mein Lager aufgebaut, nach 60 Kilometern. Ich hatte ziemlich Schmerzen in meinen Armen und Handgelenken. Das kannte ich jetzt so die letzten Tage nicht, aber ich habe gemerkt, dass mich gestern diese Schieberei durch den Sand sehr angestrengt hat. Ich habe mir am Pfingsten vor etwa 8 Wochen beide Handgelenke bei einem Sturz ziemlich übel geprellt und es tut genau an der gleichen Stelle wieder weh. Und deswegen habe ich beschlossen, heute relativ früh Feierabend zu machen. Es war erst 4 Uhr, 60 Kilometer. Ich bin einfach diese lange Bundesstraße entlang gefahren. Das hat sowieso nicht so viel Spaß gemacht. Aber ich bin hier auf einem ganz kleinen, schnuckeligen Campingplatz gelandet. Hier ist irgendwie nichts los. Ich habe geduscht, habe meine Wäsche gewaschen und kann jetzt einfach gemütlich den Abend ausklingen lassen. Ich werde noch ein bisschen in meinem Buch lesen und dann auch kochen. Pasta mit Pesto. Und ja, ich habe jetzt noch, glaube ich, ja, so 180 Kilometer bis zur deutschen Grenze, dass ich in 3 Tagen fahren muss. Also es ist gut machbar. Ich hatte heute Nachmittag dann doch ordentlich Gegenwind nochmal. Also die ersten 3 Stunden war es gut zu fahren und mir ist tatsächlich auch aufgefallen, dass hier in Dänemark häufig nachmittags der Gegenwind kommt. Das heißt, ich will gucken, dass ich in den nächsten Tagen vor allem vormittags gut Strecke machen kann. Es werden sich wahrscheinlich einige unbefestigte Wegstrecken nicht vermeiden lassen die nächsten Tage. Finde ich natürlich nicht so toll. Ich musste heute Mittag auch noch mal über so eine Schotterstraße fahren. Das hat mir dann einfach gereicht. Ich mag's nicht. Jo, alles in allem gibt's von heute gar nicht so viel zu berichten. Es war relativ eintönig, was natürlich auch an den Straßen lag. Das habe ich ja vorher schon gesagt. War jetzt auch nicht sonderlich viel Strecke, die ich gemacht habe. Jo, ist halt so. Ich merke, dass mein Körper doch die dauerhafte Belastung nicht gewohnt ist. Also es sind jetzt deutlich über 1000 Kilometer, die ich in den letzten 2,5, ja fast 3 Wochen gefahren bin. Es macht Spaß, es ist keine Frage, aber ja, der Körper ist es einfach nicht gewohnt und das muss ich jetzt einfach auch so anerkennen. Ich bin zwar zu Hause regelmäßig laufen gegangen, bin auch im Juni meinen ersten Halbmarathon gelaufen, also eine gewisse Grundausdauer habe ich sicher. Aber so jeden Tag diese Belastung, das ist doch nochmal ungewohnt. Aber ich hoffe, dass ich es tatsächlich bis zur deutschen Grenze schaffe in 3 Tagen.
Weil in 4 Tagen habe ich ein Zugticket von Hamburg nach Hause. Da muss ich irgendwie noch von der deutschen Grenze nach Hamburg kommen. Aber da fahren relativ regelmäßig Züge, glaube ich, von Niebüll oder so. Zur Not nehme ich mir noch mal ein Zimmer in Hamburg. Also das wird sich dann zeigen. Aber ja, soweit mal. Ich lasse jetzt den Abend ausklingen. Ganz gemütlich, ganz gechillt. Und denke, ich melde mich dann morgen wieder. Ja, guten Morgen. Es ist jetzt 8 Uhr. Ich habe nicht so sonderlich gut geschlafen. Bin trotzdem schon am Zusammenpacken. Heute steht die Etappe nach Esbjerg an. Das ist die größte Stadt im Süden Dänemarks, also hier auf dieser Strecke. Nicht, dass ich was Falsches erzähle. Es sind etwa 70 Kilometer, allerdings auch einiges an unbefestigten Wegen. Und ich muss nachher nochmal genau auf der Karte gucken, ob es Möglichkeiten gibt, es zu umgehen. Ich werde jetzt gleich auf einer sehr, sehr befahrenen Straße unterwegs sein müssen, die hier auch direkt am Campingplatz vorbeigeht. Ja, ist nicht so toll. Ich gucke die ganze Zeit nach da drüben, weil da die Autos schon vorbeifahren. Ja, also ich merke so, die letzten 2-3 Tage ist die Motivation ziemlich gesunken, was einfach daran liegt, dass diese unbefestigten Wege, ich komme da mit meinen Cross-Reifen, also von einem Crossbike, voll beladen, alles auf dem Hinterrad, komme ich so gut wie nicht durch. Und ich hatte gestern so Schmerzen in den Handgelenken, einfach von diesem Fahrrad schieben oder nicht nur schieben, sondern dieses Schleifen durch den Sand. Das hat einfach keinen Spaß gemacht. Und wenn man mich fragt, ob ich den Nordseeküstenradweg empfehlen würde, dann würde ich, glaube ich, sagen, bedingt. Also er ist schön, er ist auch einigermaßen gut ausgeschildert. Aber wenn es irgendwie darum geht, Strecke zu machen, dann ist das einfach frustrierend. Also ich habe da ja in dieser Sanddüne dieses Schweizer Pärchen getroffen. Die kommen vom Nordkap und die haben gesagt, sie würden in Dänemark so gut wie überhaupt nicht vorankommen im Vergleich zu dem, was sie in Norwegen gefahren sind. Und das trotz einigen Höhenmetern. Ja, ich höre jetzt auf zu labern, sondern mach weiter mit dem Einpacken, dass ich endlich auf die Straße komme, weil heute steht noch mal eine relativ anstrengende Etappe an. Nicht wegen der Strecke, das ist kein Thema, sondern einfach diese unbefestigten Wege und ich habe keinen Bock drauf. Vielleicht ist es auch einfach das, wenn ich ehrlich bin. Schaut euch das an. Schotterweg. Noch mindestens 7 Kilometer. Aber ich bin nur am Kotzen. Weiß nicht, ob ihr seht, da hinten kommen 2 Radler, die fliegen da drüber, als ob es nichts wäre. Und ich eier und bin immer kurz vor dem Hinfliegen. Mir rutscht mein Hinterrad weg. Ich komme hier nicht voran. Ja, es macht keinen Spaß. Ich kann einfach nicht mehr. Ich würde mich jetzt am liebsten an den Wegesrand setzen und heulen. Ich kann nicht mehr. Es ist zum Kotzen. So, ich habe jetzt 3 Kilometer Schotterstrecke hinter mir. Also im allerkleinsten Gang ging es so einigermaßen zu fahren. Aber ich weiß es nicht, was ich falsch mache. Gut, ich habe hinten natürlich so gut wie kein Profil mehr drauf. Und ich habe das Gefühl, das wird jeden Tag weniger bei diesen Bedingungen. Also schaut euch das mal an. Das ist klar, dass ich da keinen Grip habe. Vorne sieht es ein bisschen besser aus. Der Reifen vorne ist übrigens im Juli aufgezogen worden. Also der ist relativ neu.
Und der andere, da dachte ich eigentlich, dass es noch geht, aber der ist jetzt echt auch sowas von runtergefahren. Jo, noch 3 Tage maximal. Ich weiß nicht, ob ich heute Abend nicht einfach in Esbjerg in Zug steige. Gerade macht's keinen Spaß mehr. Aber ich muss erstmal bis Esbjerg kommen. Das sind, glaube ich, noch so 50 Kilometer oder sowas. Jo, schauen wir mal. Ja, hoch. So, ich melde mich mal wieder aus dem Zelt. Ich bin jetzt, wie geplant, kurz vor Esbjerg. Der Tag war heute gespickt mit Höhen und Tiefen. Also heute um die Mittagszeit habe ich eigentlich für mich beschlossen, dass ich abbreche, weil ich einfach deutlich merke, dass mein Körper an seine Grenzen kommt. Ich bin jetzt... Ups, ist die Lampe gerade abgestürzt. Ich bin jetzt 19 Tage unterwegs, also knapp 3 Wochen. Und habe 1150 Kilometer in den Knochen. Und das merkt mein Körper einfach. Heute Mittag haben meine Knie angefangen weh zu tun. Und zwar so ein komischer stechender Schmerz. Und was nach wie vor ein Problem ist, sind meine Arme und meine Handgelenke. Habe jetzt 120 Kilometer, die ich noch in 2 Tagen schaffen möchte, bis Tönder. Das geht gar nicht über die deutsche Grenze. Es ist wirklich geschickter, nach Tönder zu fahren, weil dort gibt es eine Zugverbindung nach Hamburg. Aber ich werde an der deutschen Grenze vorbeikommen. Vorausgesetzt, mein Körper macht mit. Es gibt von jetzt an immer wieder Möglichkeiten, in den Zug einzusteigen. Und ich würde davon auch Gebrauch machen. Die Gesundheit geht vor. Das ist mein Jahresurlaub. Das Mikro weggefahren. Ich will und muss erholt zurückkommen. Genau. Trotz allem war dann die Strecke nach der Mittagspause eigentlich ganz gut zu fahren. Es war dann endlich asphaltiert. Es war zwar fieser Gegenwind heute den ganzen Tag, also von heute Morgen an. Und so sind es auch nur 63 Kilometer geworden. Ja. Ich kann das so stehen lassen, das ist okay. Und mit etwa 120 Kilometer auf 2 Tage verteilt, glaube ich, ist es durchaus machbar. Ich versuche mich jetzt möglichst schnell schlafen zu legen, ist ein bisschen unruhig da draußen. Und gucke einfach, dass ich mich gut regeneriere und dass ich dann die nächsten 2 Tage noch gut hinter mich bringe. Aber irgendwie habe ich auch noch Lust drauf, die Sache fertig zu machen. Weil aufgeben ist eigentlich nicht meine Sache. Deshalb jetzt gute Nacht für heute. Guten Morgen, ihr Lieben.
Ich bin jetzt gerade vom Campingplatz runtergefahren und hier an diesem schönen Plätzchen vorbeigekommen und dachte, das ist doch ja, ein guter Ort, um nochmal schnell was zu sagen. Es stehen die letzten beiden Tage an. Heute Nacht hat es leider doch noch ziemlich Kondenswasser gehabt im Zelt. Das heißt, ich konnte es gar nicht trocken einpacken, aber das war mir jetzt irgendwie auch egal. Ich bin jetzt immer noch kurz vor Esbjerg. Das ist immerhin die fünftgrößte Stadt Dänemarks und so das Zentrum hier im Süden. Jetzt sind es noch 120 Kilometer auf dem Nordseeküstenradweg bis Tønder. Ich habe gestern Abend für morgen Abend ein Motel dort gebucht, weil ich dann am Freitag früh relativ zeitig auf den Zug muss und dann einfach keinen Bock habe, irgendwie das Zelt abzubauen und so weiter. Das heißt, ich habe jetzt noch 120 Kilometer auf zwei Tage verteilt. Das ist eine schöne und entspannte Strecke. Ich möchte heute etwa 70 fahren, wenn alles gut geht. Es wird leider doch wieder ein paar unbefestigte Wege geben. Ganz ohne scheint es nicht zu gehen. Ich habe am Campingplatz noch einen Kaffee und eine Zimtschnecke mir gegönnt als Frühstück. Und die Sonne scheint, es scheint wieder warm zu werden. 22 Grad sind angesagt. Das heißt, ich kann losfahren. Und ich bin gespannt, was der Tag bringt. Ja, jetzt sieht man schön, dass Esbjerg doch eine große Stadt ist, die auch von der Fischerei lebt. Da hinter dem Deich, da versteckt sich dann noch der Rest der Stadt. Aber ich habe hier Halt gemacht, weil es hier ein bisschen Kunst und Kultur zu sehen gibt. Nämlich diese vier Gestalten. Sein Kunstwerk heißt Mann am Strand. Tja, ich habe mich verfahren und zwar schon zum zweiten Mal. Das eine Mal in Esbjerg, da habe ich irgendwie einen Wegweiser nicht gesehen, durch die Stadt durch. Das war aber nicht schlimm. Ich bin dann einfach mit Google Maps wieder zurück auf die Hauptroute gekommen. Auch Esbjerg war super zu fahren mit dem Fahrrad. Also es waren vierspurige Straßen und an jeder Seite gab es dann noch eine wirklich breite Fahrradspur in jede Richtung. Das hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt fahre ich auch wieder auf der Straße. Genau genommen auf der hier. Die ist so nicht vorgesehen. Eigentlich hätte ich jetzt ein Stück weit unbefestigte Straße fahren müssen, aber das finde ich jetzt gar nicht schlimm. Die Straße hier ist sehr unbefahren. Es gibt, das seht ihr hier, auch so einen kleinen Fahrradweg. Und die grobe Richtung stimmt und deswegen fahre ich jetzt einfach weiter. Und mein nächstes Ziel ist Ribe. Ich bin mittlerweile wieder auf dem richtigen Radweg zurück. Jetzt ist er gerade wunderschön asphaltiert auf dem Deich entlang. Hier sehen wir das Meer. So wie es aussieht, ist gerade Ebbe. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Das ist schon Teil vom Nationalpark Wattenmeer. Ja, und da hinten, das muss Esbjerg sein, die Industrieanlagen. Und an den Windrädern könnt ihr auch sehen, dass heute wenig bis gar kein Wind geht. Das kommt mir natürlich sehr entgegen, weil gestern der Gegenwind, der hat mir schon ordentlich zu schaffen gemacht. Jo, dann geht's weiter auf diesem schönen Fahrradweg. Ribe ist immer noch das Ziel. Ja, ich weiß nicht, ob man es erkennen konnte. Das war wahrscheinlich schrecklich verwackelt. Aber ich habe tatsächlich gerade eben die 1000 Kilometer für den Monat August voll gemacht. Ich mache das immer so, dass ich am Monatsersten mein Tacho auf Null stelle, quasi den Tageskilometerzähler, und dann einfach den ganzen Monat durchlaufen lasse. Und normalerweise reicht das auch locker. Aber jetzt für den Monat August, heute ist der 17.,
habe ich also innerhalb der letzten 17 Tage die 1000 Kilometer voll gemacht. Eigentlich wäre es schon 8 Kilometer früher gewesen, weil ich nämlich am 1. August erst nach 8 Kilometern fahren gemerkt habe, dass ich ja nullen muss. Aber ich könnte euch ja viel erzählen. Das war jetzt der offizielle Beweis, dass ich die 1000 Kilometer habe und dann natürlich noch 200 irgendwas von den paar Tagen im Juli. Ja, so ein bisschen stolz bin ich schon. Und jetzt bin ich noch 5 Kilometer von Riebe weg und die nehme ich jetzt in Angriff, weil dort möchte ich Mittagspause machen. Ich bin jetzt im Zentrum von Riebe angekommen. Ja, ist ein belebtes kleines Städtchen und definitiv sehenswert ist der Dom. Und den gucke ich mir jetzt an. Mal wieder aus dem Zelt. Ich habe gestern Abend gar nicht gefilmt. Ich habe doch eine ganz, ganz nette Weltenbummlerin kennengelernt, die mit dem Motorrad unterwegs ist und wir haben den ganzen Abend gequatscht. Und dann war ich einfach zu müde, um noch einen Abspann zu machen. Es waren gestern dann insgesamt, glaube ich, 81 Kilometer. Nach dem Schafpaddock war es dann nochmal richtig spannend, denn da kam ein Tor, das verschlossen war. Und ich musste das Fahrrad drüber heben. Zum Glück waren da zwei sehr, sehr nette Jungs, die mir geholfen haben. Insgesamt mussten wir die Fahrräder zweimal über die Gatter heben. Also ohne deren Hilfe wäre das echt schwierig geworden. Das waren einfach nochmal 5 Kilometer. Unbefestigter Weg, der das Leben so richtig schwer gemacht hat. Aber wie gesagt, am Schluss standen 81 Kilometer auf der Uhr und es war auch völlig in Ordnung.
Heute ist mein letzter Fahrradtag. Es hat leider die ganze Nacht durch geregnet. Das heißt, ich werde das Zelt mehr oder weniger nass einpacken. Aber eigentlich ist mir es auch egal. Der Plan sieht so aus, dass ich jetzt noch etwa 30 Kilometer, zwischen 30 und 40 Kilometern habe, über die deutsche Grenze fahre. Also nicht weiter bis Tönder, sondern so bald wie möglich über die deutsche Grenze und dann bis Nibül und von dort bis Hamburg. Mein Zimmer in Tönder habe ich storniert und habe mir stattdessen eine Unterkunft in Hamburg gesucht. Ja, und damit kommt diese Reise so langsam zum Ende. Aber ich nehme euch heute nochmal mit. Also, schauen wir, was der Tag bringt. Ich habe schon 10 Kilometer wieder hinter mir. Wie ihr seht, fahre ich gerade Schotterweg. Wobei, dadurch, dass es heute Nacht geregnet hat, ist das alles schön fest und griffig. Das kann man ganz gut fahren. Ich habe gemütlich noch mit der polnischen Weltenbummlerin, liebe Grüße an Anna, gefrühstückt am Campingplatz. Habe dann ganz in Ruhe das Zelt eingepackt. Das ist jetzt natürlich nass. Ist mir aber auch egal, weil morgen Abend bin ich zu Hause, da kann ich es auf jeden Fall in Ruhe auspacken und trocknen, das muss ich ja sowieso. Ja, jetzt stehen die letzten Kilometer hier in Dänemark an. Ich glaube, es sind noch 20 Kilometer oder so bis zur deutschen Grenze. Es ist bedeckt, aber nicht kalt, sehr angenehm zu fahren. Und deswegen nehme ich die nächste Etappe in Angriff. Ja, ich bin jetzt in Hoya. Das ist, glaube ich, so die letzte größere Stadt, ehe ich über die Grenze fahre. Und da ist einfach diese schöne Windmühle. Die musste ich natürlich noch angucken. Ja, Leute, ich bin an der deutschen Grenze. Da ist nicht mal irgendwie offiziell ein Grenzschild, sondern es steht einfach nur da, dass ich jetzt in Rosenkranz bin. Und das ist ein deutsches Ortsschild. Nichts von wegen Bundesrepublik Deutschland oder so. Ich bin wieder in Germany. Jo. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich nach Nibül komme. Ah doch, hier ist es. Bundesrepublik Deutschland. Ja, ich stehe jetzt am Bahnhof in Nibül und damit ist meine Reise auch nach 1300 Kilometern zum Ende gekommen. Ich werde jetzt nach Hamburg fahren, habe mir dort ein Zimmer gebucht und morgen geht es dann wieder ab in den Süden. Auf den letzten paar Kilometern habe ich noch mein Fahrradschloss verloren, das war ein bisschen nervig. Ich habe hier zum Glück gleich ein Fahrradgeschäft um die Ecke gefunden, musste mir ein neues kaufen. Natürlich nicht so toll, aber ja, ohne Schloss fahren ist halt auch doof. Das erste Flugzeug und zwei Reise tauchen ebenfalls am Bangkok auf. Jetzt von uns. Ein Dreizack. Direkt bei Hippas. Wir haben 18 Grad. Und jetzt geht's noch. Das Schiff war der Salpeter-Fahrt geteilt. Das ist eine Regionstoffe der Sprengstoffherstellung. Und das fanden die Portugiesen während des Ersten Weltkriegs auch gleich so interessant wie die Piraten. Das sind die sogenannten Wet-Carrier. So ein Wet-Carrier hat hier die Aufgabe, für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. Er bringt die jeweiligen Container an ihren Bestimmungsort. Man mag sich fragen, was ist denn überhaupt drin in diesen Tausenden von Containern an landelaufenden Schiffen? Dinge, die wir Stückgut nennen. Stückgüter sind...